Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video heute. Ich habe heute drei Tipps für dich für kreative Studioporträts. Ja, ich erzähle dir jetzt einfach mal ein bisschen, wie du deine Studioporträts ein bisschen aufpeppen kannst, ja, wenn du Porträtfotograf bist und mal ein bisschen aus deiner Haut rauskommen möchtest, weil ihr kennt es ja sicher oder du kennst es ja sicher, mit der Zeit fährt man so ein, man macht immer das Gleiche, man hat immer seine gleiche Abläufe, seine gleiche Technik und ist so eingefahren und das ist nicht gut. Es ist immer schön, wenn man mal wieder was Neues ausprobiert und deswegen meine drei Tipps. Mein Tipp Nummer 1. Hintergründe. Sei kreativ im Fotostudio. Arbeite mit verschiedenen Hintergründen. Nutze nicht nur die klassischen Hintergründe und mach auch nicht nur Fotos im Stehen vor Papierhintergrund oder vor einer weißen Hohlkehle, sondern arbeite auch mal mit Deko und Dekostoffen. Leg Hintergründe auf den Boden, mach mal Bilder im Liegen und arbeite auch mit Dekoration. Also Hintergründe und Dekoration bzw. Requisiten ist hier mein Tipp Nummer 1. Denn da kannst du viel machen, da kannst du kreativ arbeiten. Wenn du zum Beispiel das Thema Orient hast, fotografiere nicht das Model, wenn das Model dann schönes Outfit zu dem Thema anhat, wie Tausend und eine Nacht mit Make-up und allem drum und dran, fotografiere das Model nicht einfach nur vor einem grauen Hintergrund oder vor einem weißen. Bau doch ein schönes Shooting-Set auf, ja? Verschiedene Teppiche auf dem Boden mit ein paar Sitzkissen, normalen Kissen, dann stell noch ein paar Requisiten dazu, wie so eine Aladdin-Lampe, viele Kerzen, dass es alles ein bisschen diesen Orient-Touch bekommt. Häng im Hintergrund lauter so Stoffe auf, ne? Wie so ein Himmelbett. Da kannst du Moskitonetze nehmen und da noch bunte Stoffe dranhängen und so. Und dann von hinten ein bisschen durch die Stoffe durchblitzen. Also bau ein schönes Shooting-Set auf, nutze nicht einfach immer nur 0815 einfach im Hintergrund, sondern investiere auch viel Zeit ein bisschen so in den Set-Aufbau, in die Set-Gestaltung und arbeite mit Requisiten und das kombiniert mit interessanten Hintergründen. Genau, weil man kann auch einen schönen knalligen Hintergrund nehmen, einen knallepink und dann kann man vielleicht oben drüber eine Stange noch machen, also ein Hintergrundsystem und an die Stange verschiedene Sachen hinhängen. Irgendwelche Stoffe noch oder irgendwelche Fäden, wo glitzern oder Lampen, Lichterketten oder sowas. Und so habt ihr schon ein schönes Shooting-Set gebaut. Und da kann man voll kreativ sein, da kann man alles Mögliche machen. Also ich weiß nicht, da gibt es so viele Dinge. Einfach mal ein bisschen nachdenken und so und komm aus seiner Haut heraus und mach nicht immer nur diese 0815 Bilder. Tipp Nummer 2 wäre das Lichtset. Das Lichtset im Studio ist sehr wichtig, denn auch hier hat man oft so seine Lieblingslichtsets, wahrscheinlich so 1, 2, 3 Stück, die wo man immer und immer benutzt. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, werdet auch mal kreativer. Ja, natürlich hat man so seine Standard-Lichtsets, die halt einfach gut aussehen, mit Streiflichtern oder so. Oder voll ausgeleuchtet, wenn man was sehr Helles, Weißes macht. Und ein Lichtset muss schon im Grundaufbau stimmen, aber man kann trotzdem kreativ werden, indem man doch mal beim Shooting vielleicht einen Blitz ausschaltet und dann ein bisschen mehr Schatten einarbeitet ins Bild, indem nicht zu hell ausgeleuchtet wird. Das kann das Bild interessant machen. Einfach mal das Spiel mit Schatten und Licht. Eine andere Alternative wäre noch, blitz doch mal mit Farbe. Farbe ins Bild blitzen, ja, mit sogenannten Farbfolien, die ihr vom Reflektor, vom Standardreflektor, vom Blitz klemmt, ist so toll. Da kann man so tolle Effekte zielen. Einfach mal Farbe reinblitzen. Das ist Wahnsinn. Man kann damit Hintergründe farbig blitzen oder ihr könnt einfach von hinten links und rechts zwei verschiedene Farben auch ein bisschen ins Bild blitzen. Das sieht man übrigens auch gerne in der Fashion-Fotografie, da wird sowas auch gerne benutzt. Das war Tipp Nummer 2. Ja, mein Tipp Nummer 3 wäre Bildschnitt und Perspektive. Und zwar auch als Fotograf ist es so, dass man gerade sehr oft eingefahren ist, was der Bildschnitt angeht. Und was der Standwinkel, also die Perspektive angeht, wovon wir gerade fotografieren, aus welchem
aus welcher Position. Weil man hat da einfach schon so seinen Lieblingsbildschnitt, den man immer so macht bei jedem Fotoshooting. Man fotografiert aus der Perspektive auch immer und so. Und da kann ich nur empfehlen, verändert mal eure Standposition komplett. Fotografiert nicht das Model nur von vorne, vielleicht mal auch extrem von der Seite oder so. Oder lasst es mal auf dem Boden liegen, dass ihr extrem von weit oben fotografiert. Zum Beispiel so Bilder wie Model legt sich in Embryostellung auf den Boden und ihr steigt auf eine Leiter und fotografiert von oben aus der Vogelperspektive. Richtig genial. Da kann man viel machen. Oder auch mal wirklich von unten nach oben fotografieren, damit die Beine ewig lang auf dem Bild aussehen. Ja, die Technik muss man natürlich ein bisschen beherrschen, dass man nicht Nasenlöcher fotografiert und dass es nicht scheiße aussieht, aber da kann man auch interessante Effekte erzielen, wenn man das bewusst anwendet. Und das meine ich, Perspektive einfach mal verändern. Macht mal bewusst andere Perspektiven, die ihr sonst so habt. Nutzt mal einen anderen Bildschnitt, den ihr sonst so habt, ja. Werdet da auch experimentierfreudig. Versucht mal ganz verrückte Bildschnitte auszuprobieren. Shootet mal Bodyparts zum Beispiel, ja. Oder richtige Close-ups vom Gesicht zum Beispiel, wo mal nur Lippen-Nase drauf sind oder so. Oder eben Bodyparts bei einem gewissen Thema. Schaut doch mal auf Instagram bei so in ganz bekannten Bloggern, wie die ihre Bilder machen und schießen. Da gibt es nämlich so eine Technik, da sagt man auch Blogger-Style dazu, wie man so fotografiert. Ne? Bei so guten Influencer, wenn die ihre Selfies machen und so im Blogger-Style ein bisschen, wie sie auf dem Bett sitzen, mit einem Buch und einer Kaffeetasse in der Hand und dann ist es so von oben fotografiert oder so. Und dann schreiben sie, ja, heute wieder einen chilligen Sonntag in meinem schönen, hübschen Bett und so, keine Ahnung. Da kann man sich auch interessante Perspektiven abgucken, weil das ist so der typische Blogger-Style. Der hat auch sehr Wiedererkennungswert und werdet da auch ein bisschen kreativer, ja, und löst euch von dem, was ihr eigentlich immer ständig macht, weil wenn man immer dasselbe macht, immer und immer wieder, ja, das wird langweilig mit der Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich gebe euch mal diese drei Tipps. Ich würde mal behaupten, ich helfe schon ordentlich weiter, versucht es mal in die Tat umzusetzen. Und bleibt auf jeden Fall dran und schaut fleißig meinen YouTube-Kanal, da wird noch mehr kommen.